Danke dir. Hallo, Beckett. Wir sind Crimson Rain aus Leipzig und freuen uns, heute wieder hier zu sein. Insbesondere für unseren Flo ist das ein ganz ausgezeichnetes Erlebnis, denn vor etwas über einem Jahr hat er hier seinen Live-Einstand bei uns gegeben und bisher, wie ihr seht, haben wir noch nicht gefeuert. Also läuft, ja, schenke ich ja. Okay, wir machen weiter mit einem Song aus der Zeit, als Sepp mit Nachnamen noch Ultura hieß. Vielleicht kennt ihr das ja. Cool. Ah!
Und unbenutzt. Ja, ja. Ja, ja, Bälle, danke, danke. Wir haben unsere Freunde sehr gut gebrieft, dass sie hier vorne in der Runde mitmachen. Das funktioniert. Ich nachher. Anyway, machen wir weiter mit Brandstiftung. Order. Order. Ach, schönes Lied. Passend zu, ja, da kommen wir später noch zu. Genau, jetzt geht's mal ums Anzünden. A Feast for Flames! Thank you.
geht's euch gut? Habt also bitte Spaß, ja? Schön. Und jetzt weiter mit The Copy of a Copy, wenn Sie so wollen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Manchmal klappt es nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ich warte noch ein bisschen, ja, ist ja gut. Letztendlich klappt es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Dann führt das dazu, dass Leute ihre Instrumente stimmen, Leute sich den Schweiß erwischen, Leute neues Bier brauchen. Und über all dem Scheiß kann man dann schon mal seinen Terminplan vergessen und dann fällt halt auch der Mord manchmal aus. Vielleicht sich mal zu erheben
Wenn ich dir das nur trinkst, macht das eher als alleine aus. Das stimmt, das kann ich bezeugen. Ja. Also nehmt euch und lasst es euch schmecken. Wir machen weiter mit Drink or Die. Selbstverständlich. Anyway.
spielen wir noch was, was wir eigentlich immer ganz zum Schluss spielen. Machen wir jetzt nicht, weil, also nicht ganz zum Schluss. Jetzt muss ich Flo was einfallen lassen, wir muss mal ganz kurz was anziehen. Oh mein Gott! Yeah.
So. Also wie ihr wisst, hat die dritte Band leider ein bisschen unschön. Das stinkt so unglaublich eklig ohne. So ein bisschen kurzfristig abgesagt, dass wir keinen Ersatz mehr finden konnten. Deswegen spielen wir und vor allem die nächste Band, auf die ihr euch hoffentlich schon sehr freut, also wer sie noch nicht kennt, hocherotisch. Metabolic. Freut euch hoffentlich schon sehr drauf und deswegen spielen wir ein bisschen länger und die dann auch. Wir spielen jetzt nochmal was über schlechte Angewohnheiten und dann ist das. Oh. Viel Spaß mit der Bad Habit. Bad Habit. Ja, es kann sich nur noch um verfickte Stunden handeln. Was ist denn das Problem? Ja, dann spiel das mal. Was? Ja, müssen wir das. Ja, das musst du gleich ansagen. Wir möchten uns vielfach bedanken, dass ihr hier wart.
so schön getanzt habt. Ganz, ganz großartig. Wer irgendwie Bock hat, andere Künstler zu unterstützen, findet uns gleich da hinten an unserem Merchstand, wo wir wunderbare Shirts zu verkaufen haben. Das mit dem Album wird mittlerweile eh keiner mehr ernst, aber irgendwann kommt das dann auch mal. Bestimmt. Ansonsten, Oli, du hast noch persönliche Worte? Ich habe persönliche Worte, ja. Eigentlich wollte ich gar nicht hier sein, weil ich gerade gar nicht leiden kann. Mein Vater feiert den 50. Geburtstag, aber ich danke ihm, dass er mich sozusagen rausgelassen hat. Auch wenn mein Kumpel Kevin mich am DJ-Schlagerpult vertritt. Also ein Hoch auf Kevin, ja. Also danke an Kevin. Kevin, oh, alles klar. Oh, wie macht er das so? Er legt gleichzeitig Schlagerparty auf und ist gleichzeitig hier. Wahnsinn. Toller Typ. Danke an Kevin. Kevin muss grundsätzlich seine Runden geben, oder? Ja. Sorry, Kevin. Der ist nett. Sehr dank. Liebe Work. Dankeschön! Was stimmt bei euch? Was für ein Echo!